Yo, Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Boruto-Naruto-Video, denn heute geht es um den Sohn von Orochimaru, nämlich Mitsuki. Das ist derjenige, der ganz, ganz oft mit Boruto und seinem Anime zusammen ist. Und in der letzten Folge hat man ein bisschen seine Story oder seine Backstory angesprochen. Und diese Backstory, die angesprochen worden ist, die gibt es schon in Manga-Form seit, ich glaube, ein, zwei Jahren jetzt schon. Das ist auch die Geschichte von Kishimoto, also von dem Originalautor von Naruto. Und ich werde euch das Ganze heute näher bringen, also was Mitsukis Wurzeln sind, woher kommt, wie das Ganze ist und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen zu uns. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze zu Ende schaut, denn ich werde die Geschichte von Mitsuki aus diesem One-Shot-Kapitel, was ungefähr 40 Seiten hatte, chronologisch erzählen. Deswegen werde ich am Ende erst das Ganze auflösen, wie das Ganze wirklich war, weil die Geschichte ist so ein bisschen tricky an der Stelle. Und ja, damit würde ich auch sagen, fangen wir sofort an. Und zwar, Mitsuki wacht in Orochimarus Labor auf und weiß nicht so richtig, was los ist. Und dieser Mitsuki, der dort aufwacht, ist ein bisschen jünger als der Mitsuki, den wir jetzt in Boruto haben, aber nicht viel jünger. Also er ist kein Kind oder so, er ist nur ein paar Jahre jünger, sagen wir es so. Also so sieht es jedenfalls aus, wir haben keine genauen Details an dieser Stelle. Im Anime war die Darstellung ein bisschen anders, dort war er in einer Art Wassertank eingesperrt. Das könnte man aber auch als Flashback sehen, der noch wahrscheinlich vor der Mitsuki-Story aus dem Manga war, aber ist im Prinzip nicht so wichtig. Also, er weiß nicht mal, wer er selber wirklich ist und ihm wird dann gesagt, dass er mit Orochimaru auf einer Mission war und die fehlgeschlagen ist und durch die Verletzung wurde er zurückgebracht ins Labor. Daraufhin greift Suigetsu, der ebenfalls noch für Orochimaru mehr oder weniger arbeitet, ihn an und Suigetsu war auch derjenige, der ihn vorher erzählt hat, dass er verletzt worden ist und so weiter und so fort. Aber er wollte ihn nur testen, ob seine Sinne als Shinobi noch da sind und deswegen hatten sie eine kleine Auseinandersetzung, aber Mitsuki hat diese Auseinandersetzung sowieso gewonnen. Nach dem Kampf erfährt Mitsuki dann, dass seine Erinnerungen verloren gingen und der Grund dafür war ein Jutsu des Gegners. Er stellt sich heraus, dass Orochimaru seine Eltern ist und ja, er ist wirklich beide Elternteile, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber er ist es auf jeden Fall, dazu kommen wir gleich nochmal. Orochimaru möchte nämlich Mitsukis Erinnerungen wiederherstellen. Mitsuki jedoch ist sich immer noch unsicher wegen allem, aber er braucht seine Erinnerungen, deswegen willigt er ein. Orochimaru zeigt ihm dann den Shinobi-Lock. Er kann Erinnerungen klauen und auch andere Gedanken einpflanzen. Er kann geklaute Erinnerungen auch wieder zurückgeben mit dem Keibiki no Jutsu, so heißt das Ganze. Dieser Mann ist halt daran schuld, dass Mitsuki seine Erinnerungen verloren hat, so wie Orochimaru sagt. Die Mission davor diente dafür, die Informationen von genau diesem Mann zu bekommen, weil er natürlich viele hat, weil er eben mit diesem Jutsu sehr, sehr viel manipulieren kann und deswegen sollte man ihn auch lebend fangen. Orochimaru zeigt an dieser Stelle ziemlich viel Zuneigung zu seinem Kind, aber er macht auch ganz, ganz klar, dass er auf seinen Elternteil hören muss, also zeigt er so ein bisschen die harte Seite auch an der Stelle und Mitsuki bricht dann in der Mission die Barriere von Lock, die er aufgestellt hat. Dann kommt eine Auseinandersetzung zwischen Orochimaru und Lock zustande. Die Schlange von Orochimaru geht nicht durch die Rüstung von Lock, er ist gut gepanzert und Orochimaru ist nun festgehalten durch ein Jutsu von Lock, aber die Mini-Schlange von Orochimaru kommt aus dem Mund von Lock raus und paralysiert den Gegner. Mitsuki wird nun vor die Wahl gestellt, Orochimaru oder Lock. Irgendwas scheint hier nicht ganz im Reinen zu sein. Mitsuki nimmt die Maske ab von Lock, weil er sagt, du wirst alles verstehen, wenn du die Maske abnimmst und siehe da, er ist Mitsuki in älter. Also steht Mitsuki jetzt vor einer älteren Version von sich selbst. Denn Mitsuki ist ein künstlicher Mensch und er ist quasi das Gefäß für Orochimaru, um seine Wünsche zu erfüllen. Und das Interessante hierbei ist, dass Gefäß auf Japanisch Tsuki heißt und das Mi in Mitsuki kommt von dem sechsten chinesischen Zodiac, die Schlange. Also ist Mitsuki eine Zusammenstellung aus Schlange und Gefäß, wenn man so möchte. Der ältere Mitsuki erzählt ihm dann, dass Orochimaru den Embryo holen möchte, um noch mehr Mitsukis quasi zu erschaffen. Also der Embryo, der in der Schriftrolle ist, sage ich mal, die Orochimaru haben wollte, ist der Ursprung für Mitsuki. Und der alte Mitsuki wollte den Embryo klauen, aber er hatte nicht den Schlüssel zum Gefäß, den hat nur Orochimaru, deswegen war das Ganze problematisch. Denn der alte Mitsuki möchte diesen Embryo zerstören, weil er findet, dass künstliche Menschen einfach falsch sind. Er findet, dass Orochimaru nicht Gott spielen sollte und er selber findet sich in dem Sinne nicht nur als normaler Mensch, weil er halt künstlich erschaffen worden ist. Der alte Mitsuki sollte damals das gleiche Schicksal wie der junge Mitsuki teilen, doch er konnte damals fliehen und deswegen ja seinen Plan quasi schmieden. Orochimaru rechtfertigt sich damit, dass er beide liebt, also den alten und den jungen Mitsuki, und das ist nur ein Zeichen der Liebe, sagt er, dass er das alles getan hat. Der alte Mitsuki und Orochimaru kämpfen dann, um Mitsukis Entscheidung zu triggern. Also beide weisen ihm einen Weg auf und er soll sich nun entscheiden. Mitsuki zerbricht daraufhin aus Wut die Maske, die er von dem alten Mitsuki genommen hatte und geht dann, hört zu, in den Sage-Mode. Also in den Modus, den Kabuto angewendet hat oder auch Naruto, nur bei ihm ist es nochmal viel, viel extremer. Mitsuki trifft dann seine eigene Entscheidung, also er entscheidet sich weder für Orochimaru noch für den alten Mitsuki. Er trifft seine eigene Entscheidung, was sehr, sehr wichtig ist als künstlicher Mensch, sage ich mal. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und er klaut von Orochimaru die Rolle mit dem Embryo, läuft den Weg hoch, also weg von denen
und die ganze Geschichte von Orochimaru und dem alten Mitsuki war gelogen. Es ging nur darum, Mitsukis eigene Entscheidung zu triggern, also sie wollten sich nicht gegeneinander ausspielen, es ging darum, Mitsuki als künstlichen Mensch eine eigene Entscheidung treffen zu lassen. Es war der sechste Versuch und am Anfang hat Mitsuki eine Flüssigkeit von Orochimaru getrunken und diese Flüssigkeit diente dazu, dass Mitsuki seine Erinnerungen vergessen hat. Also haben sie das Experiment sechsmal mit dem gleichen Versuchsobjekt durchgeführt, also sechsmal mit dem gleichen jungen Mitsuki. Also gibt es nicht irgendwie mehrere, also wird da keiner getötet und es ging halt darum, einen alten Mitsuki zu haben, damit man halt die Entscheidung zwischen Orochimaru und dem wählen kann und dass der Mitsuki sich dann so entwickelt, dass man das richtige Ergebnis hat, wenn man so möchte. Im Gefäß ist dann ein Bild von der Sonne, wie Orochimaru sagt, und dieses Bild ist ein Bild von Boruto, denn Mitsuki kann nicht zum Licht werden, er braucht ein Licht oder eine Sonne und das ist Boruto und genau deswegen testet Mitsuki im Anime auch immer wieder Boruto und schaut, was er macht und schaut sich auch ab, was er macht, denn Mitsuki ist der Mond und Boruto ist die Sonne und wenn man das ganz einfach sagen möchte, Mitsuki soll im Prinzip von Boruto lernen, wie man ein richtiger Mensch ist, deswegen war es ja auch in der Folge 12 so, dass er Denki zum Beispiel erstmal nicht geholfen hat, aber als Boruto ihm geholfen hat, hat er Denki geholfen, weil er von ihm gelernt hat, wie ein Mensch drauf zu sein hat und das zeigt halt, dass Boruto an sich einen guten menschlichen Charakter hat und Mitsuki sich da eben alles abschauen soll. Und von dem Wort Tsuki, was Gefäß heißt, wird nun im Mond, also das sagt Orochimaru, dass er nicht mehr das Gefäß ist, sondern sein eigenes Wesen ist und zwar soll er den Mond widerspiegeln. Also Tsuki und Mi ergibt dann Mondschlange, Mitsuki ist auch nochmal von dem her sehr, sehr gut gesagt worden und Mitsuki ist, um ehrlich zu sein, auf Yonen-Level, also mit dem Sage-Mode ist er ultra strong, deswegen kann man das Ganze nicht ernst nehmen, wenn in Boruto eine brenzliche Situation entsteht, weil Mitsuki einfach übelst, übelst stark ist, das sollte man einfach nicht vergessen und er ist noch ein künstlicher Mensch, er kann nicht alles wirklich richtig verstehen und es gibt oft Charaktere, die irgendwelche Geflogenheiten der Menschen nicht verstehen, die ein bisschen von dem Sozialen abgewandert sind und das Ganze nicht richtig, ja, wie gesagt, nachvollziehen können. Bei Mitsuki ist es aber wirklich so, dass er ein künstlicher Mensch ist und das Ganze einfach überhaupt nicht kennt und durch Boruto lernt er das Ganze und deswegen könnte es wirklich dazu kommen, dass Mitsuki sich irgendwann in einem möglichen Boruto Shippuden, ich sag mal nach einem Timeskip, für Boruto opfern könnte, weil er lernt von Boruto. Boruto ist sehr, sehr wichtig für ihn und deswegen macht es Sinn, dass er irgendwann für Boruto eventuell sterben könnte. Deswegen entwickelt sich Boruto auch so, deswegen erweckt Sarada ihr Mangekyo Sharingan, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und es könnte auch sein, dass er eventuell ein bisschen schneller altert wie der alte Mitsuki, weil über den weiß man auch relativ wenig und ja, das Ding ist bei Mitsuki, er soll die Wünsche von Orochimaru erfüllen, aber nicht in der bösen Art. Ich glaube wirklich, auch nach der neuesten Anime-Folge, die Folge 12, dass Orochimaru wirklich nichts Böses möchte, denn Orochimaru sagt, er soll meine Wünsche erfüllen, er soll quasi den guten Weg gehen und das war das gleiche bei Sasuke, denn Orochimaru wollte damals ja auch sehen, was Sasuke für einen Weg geht. Das gleiche könnte er mit Mitsuki jetzt wollen, dass er zeigt, dass Mitsuki halt ein gutes Wesen wird, dass er einen guten Weg geht und so weiter und so fort. Und das ist, meine Freunde, das ist die Geschichte von Mitsuki. Er ist ein künstlicher Mensch, er wurde von Orochimaru auf die Probe gestellt und ist ein, ja, Projekt, sage ich mal, ein künstlicher Mensch, der aber seinen eigenen Weg gehen soll, der sein eigenes Wesen darstellen soll. Orochimaru ist wirklich krass, was Genexperimente angeht. Dazu werden wir aber noch später mehr bekommen in Naruto Gain, also in Saradas Story, die wird aber auch im Anime kommen. Deswegen lasse ich euch erstmal alleine in den Kommentaren mit den Gedanken von euch zu Mitsuki. Würde mich da interessieren, was ihr vielleicht für Theorien habt und was ihr von der Geschichte an sich von Mitsuki haltet, falls ihr sie noch nicht kanntet. Ansonsten bin ich damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!